obsessed with you and all the little things you do. Hi, ich bin da. Kommst du raus? Yes, bis gleich. Okay, bis gleich. Hola. Hola. Na? Nobody could tell. Ja. So, erste etwas größere Pause. Wir haben noch 4,5 Stunden vor uns, knapp. Mhm. Und dieser Typ hier fährt jetzt zum ersten Mal mein Auto. Wie geht's dir damit? Bist du aufgeregt? Hast du Angst? Ich fühle mich geehrt. Bisschen viel Verantwortung. Mhm. Ich freue mich. Es gibt keine Beschleunigungsspur. Ist easy, oder? Es ist. Ja. Der fährt sich gut. Der fährt sich richtig gut. Yo! Rausgefahren auf so eine Raststätte, weil wir tanken wollten und irgendwie haben wir das falsche Zeichen gelesen. Was ist das denn? Es ist nur Elektro. Oh mein Gott. Ja. So, wir haben ein kleines Problem. Der Tank ist bei null und wir haben immer noch keine Tankstelle gefunden. Und ich habe jetzt gerade gegoogelt, die nächste Tankstelle, das wäre so eine agrargenossenschaftsfreie Tankstelle links. Und da fahren wir jetzt 6 Minuten noch hin. Dass es noch reicht. Das ist halt so. Mais. Yes, baby. Oh yeah. Das Hinterland vom Hinterland. Das ist okay. Wenn ihr gleich Halle zahlt. Vor den Tanken. Oh. Holy shit! Oh. Ist das Kaktus-Eis in Konfekt-Style oder was? Mhm. Geil. Ich merke überhaupt nichts. Bei mir dünkt das überhaupt nicht. Stimmt. Die Klimaanlage funktioniert nicht so wirklich im Auto. Schleudert eher so lauwarme Luft umher. Deswegen glänze ich auch so, Leute. Das ist Schweiß. Das ist kein. Ja. Wie nennt man das nochmal? Talg. Nein. Fett? Nein! So ein Make-up. Wie nennt man das nochmal? Highlighter. Lenny! Oh mein Gott. Ich habe eigentlich so geschrien, weil du die Fliege töten wolltest. Ja, beim Zurückgehen. Ja. Haben wir Gas gedrückt. Das ist Karma. Also es ist irgendwie noch dörflicher als wo wir aufgewachsen sind. Oder? Nee. Ja, okay, stimmt. Hm. Ja, stimmt. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, dort schon wohnen, oder? Nee. Ich hab vorhin dran gedacht, dass Eltern ja noch da wohnen, also beziehungsweise sein Papa. Und die Mutter ist die ganze Zeit in Berlin. Echt? Weil die arbeitet für WWF. WWF, irgendwie so. Also Tierschutzorganisation, nicht die Töpfe machen. Wo wir gerade hier so schön chillen, können wir ja sagen, warum wir eigentlich einen Roadtrip machen. Willst du es vielleicht noch mal sagen? Okay, also, wir wollen unsere Großeltern besuchen. Ich hab's, danke. In Frankreich und auf dem Weg dahin machen wir noch einen kleinen Abstecher in unsere alte Heimat, beziehungsweise wo wir unsere Jugend verbracht haben. Ja, nee, also du vielleicht. Ja. Also halt der Ort, wo wir, bevor wir nach Berlin gezogen sind, gewohnt haben. Wo wir unser Abi gemacht haben. Ja. Am Sonntag überraschen wir dann unsere Großeltern, die wissen nicht, dass wir kommen. Surprise! Es sind noch 2 Stunden 55. Ich habe die ganze Zeit komisch geguckt, also wenn du es noch machen willst, gerne. Becher von dir. Okay. Weißt du den letzten? Nein. Let's go. Kann man auf jeden Fall essen. Ich find's lustig, dass die die schmecken und haben so die Konsistenz wie die typischen Chicken Nuggets vom Burger King. Aber zum Beispiel die von Rewe, die veganen Chicken Nuggets, die haben eine ganz andere Form und Marinade und so. Ja?
nur zur Info. Wir hatten auch ein Lunchpaket. Aber das haben wir schon gegessen. Ketchup? Ah ja. Frankfurt hat aber irgendwie auch die Neutralität des Staates irgendwie auch verpasst hat, wenn er ja die ganze Zeit. Er widerspricht sich ja damit selbst. Ja. Weil es ist einfach nicht neutral. Ja. Kommt da so ein Mädel aus dem Busch raus. Wir haben es geschafft. Warte, hier ist deine Schule jetzt? Das ist so meine alte Schule. Hier habe ich Abi gemacht. Ach krass. And all the little things you... Wir haben auf König gebucht. Nur die Kurtaxe ist noch offen. Die was? Kurtaxe. Kurbeitrag von Wiesbaden. Wir haben es geschafft. Wir sind in Wiesbaden in unserem Hotel. Lenny ist noch kurz kacken. Und dann machen wir uns fertig und gehen raus und machen Sachen. Zeig mal unsere View. Beste. Oh mein Gott, du bist so disgusting. Wir sind gerade beide so überrascht, wie sauber und gut riechend diese Stadt ist. Auch das Parkhaus, das war so edel und sauber und so. Diese Stadt ist einfach so clean. Ist einfach so schön. Von sowas auf Hey Delilah. Okay, I love the girls in Wiesbaden, oh, I love the girls in Wiesbaden, okay, I love the girls in Wiesbaden, okay, I love the girls in Wiesbaden, wenn ich dann hab so... Hallo, Romo. Wir waren dann gestern doch noch ein bisschen länger unterwegs und sind erst um 3 ins Hotel gekommen. Und jetzt haben wir schon 11 und ich fühle mich richtig schlecht, ich hasse es. Nach 10 aufzustehen. Lenny ist gerade schon draußen, der hat irgendwie einen Call und ich werde mich jetzt fertig machen. Dann gehen wir was frühstücken und dann ein bisschen arbeiten. Wir haben beide noch Castings, die wir übers Wochenende abschicken müssen. Nobody, nobody could tell. Heute ist der Tag aller Tage, warum wir eigentlich hier sind. Und zwar... Sonntag? besuchen wir heute unsere Großeltern. Wir überraschen sie und hoffen, dass sie keinen Herzinfarkt kriegen. Why am I related to this? Du bist so ekelhaft. Hitting the road again. We are going to France. Wow. Hier ist unser Brücken, kleiner Zwischenstopp, weil wir noch einen Corona-Test machen wollen, zumindest einen Schnelltest, wenn wir jetzt in unserem Großeltern fahren. Die sind zwar beide schon doppelt geimpft, aber trotzdem. So, wir sind beide negativ. Let's go. And I can accept that it changed, cause it only gets better than before. Nobody, nobody. In Frankreich in 3, 2, 1. Wir fahren gerade in die Straße rein von unseren Großeltern. Und hier sind so viele Erinnerungen von uns als Kindern, wie wir gespielt haben mit den Nachbarskindern auf der Straße und so. Ist richtig lustig. Kann man die essen? Maden sind das. Kriegt man dann jetzt irgendwas im Magen? Nein.
Jo. Zwei Tropfen auf dem Bauch und dann normal. Das war jetzt nicht ganz vegan, die Kirsche. Ein Wespennest in diesem kleinen Schuh. Was hast du da ausgegraben? Oh! Hör, Leute, ändert echt seine Farbe. Welches Zimmer? 336. Schon anstrengend, also ja. In so kurzer Zeit so viel machen und sehen und fahren. Ja, besonders bei der Hitze ohne AC. Gar keine Symptome und die Intensivbettenkapazität sei weit von ihrer Aus. Es ist wie so ein Schlumpf. Okay, mach die Kamera aus. Ich bin wieder zurück in Berlin, in meiner Wohnung. Es war ein richtig schönes Wochenende. Es war ein bisschen anstrengend, sehr emotional, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, ich habe wieder gemerkt, wie schön und wichtig es ist, die Familie hin und wieder zu besuchen. Gerade die Großeltern, wenn man sie noch hat. Sie werden auch immer älter und man weiß nicht, wie lange sie noch da sind. Deswegen war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Roadtrip-Vlog gefallen. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, ihn zu machen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!